Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem YouTube-Kanal. Wie immer natürlich pünktlich um 0 Uhr, Freunde. Ganz kurz, bevor wir gleich zum heutigen Song kommen, ich nehme auch schon mal vorweg, es wird wahrscheinlich heute sogar das einzige Video werden, was online kommt. Ich habe nicht so viele Songs gefunden, aber bevor wir gleich zum Song kommen, eine ganz kurze Werbung, Freunde, und zwar hier T-Shirt heute von Streets Nation am Start. Verlinke ich euch natürlich unten. Wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Also kleine Werbung hier an der Stelle. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum neuen Song von Raff zusammen mit einmal Soso Mannes. Ich werde es zu 100% falsch aussprechen. Und PLK, keine Ahnung, wahrscheinlich spricht man es auch komplett anders aus. Auf jeden Fall sind es zwei Franzosen, ja, und also den Song gibt es auch von den beiden, deswegen steht hier ja auch Remix mit Raff eben. Ich bin sehr gespannt, ich kenne das Original sozusagen, oder halt die, ja doch, Original, ne, kenne ich auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, was es so für Parallelen geben wird, wie auch immer. Ich würde sagen, Freunde, wir labern nicht lange drum herum, wir starten rein hier, viel Spaß mit dem Video und let's go. Okay, direkt die erste Sache, die mir auffällt, der Beat klingt auf jeden Fall komplett gleich wie bei dem Original. Je suis sous piche, je suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4 cagoules, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M donne le go, magazine, c'est pas. Okay, wir müssen einmal ganz kurz Pause machen, Freunde, denn beim letzten Mal, ich glaube sogar die Blaues Licht-Reaction müsste zweimal online sein, weil einmal wurde die irgendwie gesperrt, dann habe ich es nochmal hochgeladen. Und dann war das andere Video aber trotzdem irgendwann wieder frei. Also es war voll, belastend so. Deswegen, ich glaube, es müsste zweimal online sein. Das will ich heute hier eigentlich vermeiden ein bisschen. Deswegen müssen wir immer mal wieder pausieren. Ja, ist leider so, können wir nichts machen. Auf jeden Fall an sich so bis hier, ne? Eigentlich, sage ich mal, vom Beat her und so, genau wie beim anderen Song. Auch hier, ne, im Hintergrund, oder was heißt im Hintergrund, aber die zweite Spur sozusagen, wo halt der, in dem Fall ist jetzt kein richtiges Musikvideo, leider, ne, das war beim Original anders und da waren auch, glaube ich, doch mehrere Leute dann im Video, eben halt, ne, wie hier, wo man ja auch mehrere Leute hört, die hier mitrappen, so wie wenn die jetzt halt beim Videodreh oder so live mitrappen würden. Finde ich aber ganz cool, dass sie das so an sich halt eingebaut haben in die, ja, in die Tonspur. Okay, jetzt kommt Raff. Meine Stadt, Bruder, ist Block. Bin jetzt alle hier, wo mit einer Schlag. Kaufe gerne Rolex, ich bin G-Shock. Komm auf die Bühne mit einem E-Scooter. Der ganze Club tanzt und Petruschka. Vienna Marseille, wir sind der Bruder. Boah, Digga, ich muss immer noch sagen, ne? Ich finde es so nice, dass er wieder Musik macht. Also gibt auch natürlich wie immer ein paar Leute, die jetzt irgendwie das so, ja, keine Ahnung, ne? Die ihn dafür jetzt beleidigen oder so, weil er doch wieder Musik macht. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich würde einfach behaupten, man kann froh sein, wenn man ihn natürlich auch die Musik von ihm mag und wenn man das feiert, dann glaube ich, dann kann man froh sein, dass man wieder was von ihm hört. Und ja, so die Leute, die ihn damals nicht gemocht haben, werden ihn jetzt vielleicht auch nicht plötzlich mögen. Aber ich finde einfach, wenn dafür gute neue Musik kommt, so, dann ist doch kackegal, ob da jetzt jemand mal meint, er hört auf. Also ich weiß nicht, ich bin eh mittlerweile so, was irgendwo in Deutschrap irgendjemand sagt und so, Digga, man kann es halt meistens eh nicht ernst nehmen und deswegen so, ja. Aber auf jeden Fall ganz cool, dass er wieder Musik macht. Der letzte Song eben zum Beispiel auch hat mir mega gefallen. Ich habe das Album leider immer noch nicht angehört. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Das muss ich noch nachholen, ich weiß, aber ich bin nicht dazu gekommen. Mein Party, mir ist Q8 und der fickt Mut ab. Die ganze Stadt schreit Aha, während sie tanzt zu Petruschka. Digga, und ich muss auch sagen, ne, er passt sehr gut auf diesen Beat. Also ich habe am Anfang so ein bisschen überlegt, okay, ne, ja, ob das, also was heißt, ob er da passen wird oder nicht, aber ich konnte es mir noch nicht so ganz vorstellen, aber jetzt, wo ich so höre, klingt auf jeden Fall sehr nice auf dem Beat. Dans la zone, avant la drogue, ça fait TP, ça crie Aha. Je suis sous piche, je suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4 cagoules, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M donne le go,
baga jeans e petrușca. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait des baisers, ça crie ara. Dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4 cagoules. Ja, ansonsten, ne, Melodie generell feiere ich davon, also es ist eine sehr coole Hook hier. Ich bin gespannt beim anderen Part jetzt, also ich könnte mir vorstellen sogar, dass nochmal einer von ihm kommt. Das wäre, also würde ich feiern, weil ich fand jetzt gerade den Part schon ziemlich gut, wobei es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, ne, ich weiß gar nicht, aber bei anderen Remixes hat eigentlich auch die Person meistens nicht zwei Parts. Ja, wobei man auch gar nicht so oft so Remixes eigentlich bekommt. Digga, habe ich gerade, wie habe ich es gerade gesagt, Remixes, ja. Deswegen, aber ich bin gespannt auf jeden Fall auf den zweiten Part. Digga, was war das gerade für eine Adlib, ja? Auf jeden Fall, zweiter Part ist nicht von ihm. Ich bin gespannt, ihr könnt gerne kommentieren an der Stelle, was ihr sagt, ne, welchen Part ihr cooler fandet, den ersten jetzt von Raff oder eben den zweiten. Ich würde sagen, an sich von der Hook her war das sehr gut von den beiden hier, ne? Aber beim Part hat mir Raff auf jeden Fall besser gefallen. Gut, ich muss dazu sagen, Französisch, ne, ich verstehe da gar nichts. Also ich hatte das mal sogar in der Schule früher gehabt, im Gymnasium, ja. Aber ich habe da mittlerweile eigentlich so gut wie alles vergessen. Also ich habe bestimmt auch schon seit locker, keine Ahnung, Digga, wie lange ist das schon her? Ich weiß nicht, auf jeden Fall schon seit etlichen Jahren nichts mehr mit Französisch oder so zu tun gehabt. In der Schule habe ich es auch gehasst tatsächlich, ja. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, so Part von Raff, finde ich, war krass bei dem Song. Ich finde, die Hook hat halt einerseits eine geile Melodie, aber auch eine krasse Atmosphäre, also durch die ganzen Leute eben, die man hier noch mit eben hört, ne, finde ich, macht auf jeden Fall eine geile Atmosphäre so, deswegen, das Einzige, aber man kann es auch ein bisschen verzeihen, weil das letzte Musikvideo war sehr krass gewesen, ja, heute halt jetzt einfach nur so ein, ja, ne, ihr seht's ja, ist jetzt an sich nicht so überheftig, aber letztendlich auch, gerade wenn man den Song dann nochmal anhört, streamt man ihn wahrscheinlich eh. Und wie gesagt, letztes Musikvideo war, Digga, war voll gestört, Alter, ja. Deswegen, also kann man ihm auf jeden Fall verzeihen. Okay, Freunde. So viel dazu, ihr wisst Bescheid, wir machen hier wieder Pause, damit das Video nicht deswegen noch gesperrt wird. Like lassen wir auch da, 42. Like, ja, natürlich sind es mittlerweile schon mehr. Auf jeden Fall geiler Song, denke ich, werde ich in die Playlist packen. Also Blaues Licht war auf jeden Fall drin und habe ich auch sehr oft angehört. Wie es bei dem Song hier sein wird, mal gucken. Aber wie gesagt, fand ich an sich auch geil, deswegen denke ich mal, werde ich auf jeden Fall reinhauen. Das war's soweit mit dem Video, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, es wird nicht gesperrt und wir sehen uns wieder. Wahrscheinlich erst nächste Woche mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.